überhaupt zu meinem Leben, zu meinem Ursprung. Ich bin am 30. Januar 1932 geboren in München. Am 30. Januar war ja, die Eltern unter uns werden das wissen, etwas komisches Datum. Und zwar, das war ja Hitlers Machtübernahme. Ich muss es einfach dazu sagen, weil meine Mama hat mich immer in der Wirtstraße, 4. Stock, immer an meinem Geburtstag in der Früh zum Fenster rausgehalten. Unten ist die SA vorbeimarschiert. Uff, tada, uff, tada, uff, tada. Und meine Mama hat immer gesagt, schau, das ist alles für deinen Geburtstag. Ich war später recht enttäuscht, wie ich draufgekommen bin, dass das gar nicht so war. Aber diese Wirtstraße hat noch eine Eigenheit gehabt, nämlich den heutigen Bordeauxplatz, ein Oval, eine ovale Anlage mit der Straße außenrum. Und es war natürlich ideal, man kann in der Wirtstraße nur Radrennfahrer werden und nicht Fußballer, weil es eignet sich einfach dafür. Und wir haben da als Jugendliche unsere Radrennen gefahren. Über kurz oder lang bin ich auch wirklich in einem Radsportclub gelandet, nämlich im RRC Amor München, und habe so meine ersten Spuren verdient, habe aber die unnachahmliche Eigenschaft gehabt. Es war meine Eigenschaft, meine Spezialität. Ich konnte die Rennen nicht gewinnen. Das war meine Stärke. Ich habe die immer vor mir hergejagt. Und wenn wir also da angekommen sind, wo normalerweise das Ziel gewesen wäre, und ich habe gerufen, wo ist das Ziel, wo ist das Ziel? Dann haben die Leute immer ganz entgeistert geschaut, weil das war meistens schon abgebaut. Aber ich habe mich sehr für den Radsport interessiert und habe da Autogramme gesammelt und Postkarten und Wann hast Hefte. Du genau angefangen mit dem Radfahren? Dass du wirklich, wann hast du dein da erstes Rad gekriegt? Mein erstes Rad habe ich mit 7 oder 8 Jahren gekriegt, aber mein Papa hat aus Sparsamkeitsgründen ein Damenrad gekauft, weil ich habe eine jüngere Schwester, die ich hier mit grüße, die Lilo. Und da sind einfach an die Pedale Holzklötze hingeschraubt worden, damit ich mit den Füßen hinuntergekommen bin. Da war ich so etwa 8, 9 Jahre. Bin aber mit diesem Rad schon mit meinem Papa bis nach Meierhofen in Österreich im Zillertal gefahren. Natürlich in mehrere Tagesetappen, aber immerhin, das habe ich geschafft. Aber da ist der Radsport, ich bin einfach so in den Radsport reingewachsen. Aber jetzt bin ich draufgekommen, dass es einen speziellen Radrennfahrer gibt, und für den habe ich mich ganz besonders interessiert, und es war der große Italiener Fausto Coppi. Und wie hat man davon gehört zu der, weil, in der Zeitung? Weil der Fausto Coppi war natürlich, er hat 2-mal die Tour de France gewonnen, 5-mal den Giro d'Italia, 7-mal Mailand-Sanremo, so ziemlich alle klassischen Rennen. Und damals hat es in die Kinos vor am Hauptfilm immer die Wochenschau gegeben. Und in der Wochenschau war immer Sport. Und im Sport war immer Coppi, weil Coppi hat halt immer gewonnen. Und jetzt war einfach Coppi, Coppi, Coppi. Und ich habe mich für diesen Menschen einfach begeistert. Und ich habe also alle Zeitungsausschnitte gesammelt. Ich habe versucht, dass ich Foto kriege. Ich bin sogar einmal zur Etappe vom Giro d'Italia mit dem Rad bis nach am Passo Brocon gefahren. Der ist in der Nähe von Trient, 300 Kilometer hin, damit ich den Coppi vorbeifahren sehe. Das war in 10 Sekunden der Fall, dann war er vorbei und dann bin ich wieder 300 Kilometer heimgefahren. Mit dem Fahrrad? Mit meinem Rennrad, mit meinem geliebten Rennrad. Aber ich habe Fausto Coppi einmal, zumindest zu diesem Zeitpunkt, zum ersten Mal gesehen, zumindest. Ja, und wie war es dann? Es gibt auch du hast eine große Sammlung von Bildern, so Copy-Bilder, ja, das ist eine der größten Sammlungen, du bist einer der größten Copy-Kenner weltweit. Ja, aber es gibt auch sogar ein Bild von Coppi, das du selbst gemacht hast. Ach, das ist unvorbereitet, wie wir uns haben. Genau. Liegt es in Reichweite? Das ist dieses Foto, mein geliebter Fausto, am Marsplatz. Aha. Am Marsplatz war ein Rennen, an dem Fausto Coppi teilgenommen hat. Das ist damals von unserem Münchner, von Otto Altwig gewonnen worden. Aber am Abend zuvor hat sich noch was Sensationelles ereignet. Da ist der Fausto Coppi auf der Amorbahn vorgestellt worden.
Also es hat geheißen, der Fausto Coppi kommt anlässlich eines Bahnrennens als Ehrengast. Er nimmt dann nicht teil, weil er ja am Tag darauf dieses Rennen fährt, aber er nimmt als Ehrengast teil und er wird vorgestellt. Jetzt habe ich ein Foto gehabt von ihm und jetzt habe ich dieses Foto dabei gehabt. Aber der Innenraum war hermetisch von der Polizei abgeschlossen. Es war also kaum zu schaffen, an dem Fausto Coppi ranzukommen. Aber wie es geheißen hat, also das Auto nähert sich, der Fausto Coppi wird in Kürze auf der Bahn erscheinen, war ich nicht mehr zum Halten, bin über die Barriere gesprungen, von der Polizei verfolgt wie ein Hase, durch den Innenraum durch, 20.000 Zuschauer haben mich angefeuert, ich bin vor Fausto Coppi bei Fausto Coppi gelandet. Du warst ein richtiger Hooligan. Grauer Anzug, blaue Krawatte und ich mein Italienisch zusammengerafft. Prego, Signor Coppi, un autografico. Und Coppi zückt sein Füllfederhalter und sagt, perché niente, perché no, ne? Und so, und signiert mir dieses Foto. Das ist mein größter Schatz, von dem werde ich mich nie trennen. Il mio tesoro. Für unsere italienischen Freunde. So viel zu diesen. Und war das erste und einzige Mal, dass du den Fausto Coppi so nah hattest, so begegnet hast? Oder hast du andere Gelegenheiten dann auch gehabt? Ja, denn Fausto Coppi ist drei Monate nach diesem Ereignis verstorben. Ach, tatsächlich? Es war sein letzter Start, also sein letzter Start in Deutschland, einer der letzten Starts überhaupt. Er ist dann im Dezember zu einer Jagd-Safari nach Obervolta, hat sich dort mit Malaria infiziert, ist von den italienischen Ärzten, von diesen Dilettanten, falsch behandelt worden und ist am 2. Januar im Alter von 40 Jahren verstorben. Fausto Coppi war zu diesem Zeitpunkt für mich, ich war ja noch fast Jugendlicher, relativ ein älterer Herr. Aber wie ich meinen eigenen 40. Geburtstag gefeiert habe, bin ich sehr nachdenklich geworden. Denn mit 40 Jahren war ich in der Blüte meines Lebens. Ich war mehr oder weniger nur lausbar. Ich war jugendlich, ich war voller. Und in diesem Alter ist Fausto Coppi gestorben. Da ist mir das erst so richtig zum Bewusstsein gekommen, was das für eine Tragödie war. Wow. Wie war das jetzt kurz zurück, so wenn du, als du zum Fausto gegangen bist und du wolltest das Bild und du bist wirklich die ganze Menge. Ja. Wie hat das Publikum reagiert? Weil die Polizei hat das dann... Das Publikum, ich bin stolz erhobenen Hauptes. Langsam durch den Innenraum, weit und breit kein Polizist mehr, durch den Innenraum unter dem Beifall der Zuschauer auf meinen Platz zurückgekehrt und war mehr oder weniger ein Volksheld, weil ich das geschafft habe.